Die Cebit nähert sich mit großen Schritten. Notebook-Hersteller wie Asus, Samsung oder Fujitsu Siemens stellten auf der Cebit Preview schon einige Neuheiten vor. Fujitsu Siemens bringt den Amilo SI2636 ins Rennen. Den 13 Zoller mit starker Intel T7500 CPU kennt die Redaktion bereits. Fujitsu Siemens hat auch eine TFT-Technik, die im Standby keinen Strom verbraucht. Ärzte können ab Sommer das Esprimo MA erwerben. Der Medical Assistant hat einen 9 Zoll Touchscreen. Auf der Rückseite gibt es 2 Chipkartenleser und ein PIN-Eingabefeld. Das Livebook P1620 von FSC gehört wohl zu den kleinsten Convertibles. Das Touchscreen misst nur 8,9 Zoll. Samsung kontert mit dem 17 Zoller Zenz R700. Mit Nvidia 8600 MGS ist es eher als Allrounder gedacht. Es bietet spiegelnde Oberflächen. Auch ohne Fingerprint Reader kann man Fingerabdrücke nehmen. Und schon wird hektisch wieder abgebaut. Wir hoffen, dass es auf der Cebit deutlich mehr interessantere Neuigkeiten geben wird.